Hallo liebe Freunde der Schachvideos, mein Name ist Jan Gustafsson, wie es da auch steht. In diesem Video geht es um die Partie Alexander Moisejenko gegen Liu Shanglei. Mag dem einen oder anderen nichts sagen, die beiden spielen gegeneinander in der ersten Runde des FIDE World Cups, oder Chess World Cups, ich weiß nie wie es heißt. Eins der stärksten und größten Turniere des Jahres, 128 Teilnehmer. Im K.O.-Modus. Das hier ist die zweite Partie ihres Erstrundenmatches. In der ersten Partie hat Moisejenko verloren gegen Liu Shanglei. Kurz zu den Spielern. Moisejenko, Alexander Moisejenko, ein sehr, sehr starker ukrainischer Großmeister, früherer Einzel-Europameister, meistens die Elo so um 2700, ist nominell Favorit, hat mehr als 100 Punkte mehr als Liu Shanglei, aber da kann der Schein ein bisschen trügen. Liu Shanglei ist Jugendweltmeister, ich glaube im Jahr 2014, und hat unter anderem Magnus Carlsen seine einzige Niederlage bei letztjährigen Blitzschachweltmeisterschaft zugefügt. Und Liu Shanglei hat in der Tat auch die erste Partie gewonnen gegen Moisejenko. Der Chinese liegt 1-0 in Führung und Moisejenko steht unter Siegzwang, denn es ist ein Zwei-Partien-Match. Sollte er diese Partie nicht gewinnen, fliegt er raus. Moisejenko mit Weiß spielt erstens D4, Schwarz greift zu D5. C4, E6, Springer C3, soweit alles wohlbekannt. Viele Möglichkeiten hier, Springer F6, Läufer E7, C6 sind die Hauptzüge. Aber Liu Shanglei greift zu einem seltenen Zug in dieser Stellung, zu dem Zug D schlägt C4. Auf C4 zu schlagen ist durchaus eine typische Idee, zum Beispiel nach D4, D5, C4, D schlägt C4, das angenommene Damengambit wird viel gespielt. Aber in dieser Stellung würde Schwarz nach Springer C3 normalerweise nicht auf die Idee kommen, E6 zu spielen, sondern eher E5 sogar. Hier Springer C3 gilt als ungenau und Weiß spielt stattdessen meist Springer F3 oder auch drittens E4. Die Zugfolge, die Liu Shanglei wählt mit Springer C3 und dann D schlägt C4, ist sehr, sehr selten. Und das hat durchaus Gründe, denn Weiß kann sich sofort im Zentrum breit machen mit E4, gewinnt diesen Bauern zurück. Und den Schwarzspielern gefällt diese Steuerung nicht besonders. Mich wundert auch ein bisschen, dass Liu Shanglei die Variante wiederholt, denn er hat sie schon mal gespielt und in so einem World Cup Match, wo beide Seiten mehr als einen Monat Zeit haben, sich aufeinander vorzubereiten, besonders in der ersten Runde, ist es ziemlich gefährlich, Varianten zu spielen, gerade Nebenvarianten, die nicht so, ja nicht so korrekt ist übertrieben, aber nicht so populär sind, die man vorher schon mal gespielt hat. Also eine verdächtige Öffnungswahl, aber Liu Shanglei scheint die Variante zu gefallen und er greift hier zu dem Zug C5, um sofort das weiße Zentrum aufzuhebeln. Moisejenko spielt D5, das ist der kritische Zug. Springer F3 wäre spielbar, aber dann nach C schlägt D hat Schwarz keine besonders großen Sorgen. Die Struktur ist schon recht vereinfacht. Daher D5 ist besser und A6. Bereite den Zug B5 vor, wenn Weiß sich auf C4 bedient. Die meisten Weißspieler verhindern dieses B5 in dieser Steuerung und spielen A4. Da gibt es in der Tat schon eine Partie von Liu Shanglei mit Schwarz, wo er verlor. Nach Springer F6, Läufer schlägt C4, E schlägt D, Springer schlägt D5. Ich vermute, Weiß hat hier einen kleinen Vorteil. Springer schlägt D5, Läufer D5 und Läufer E6 geschah in der Partie. Trickreicher Zug mit der Idee, Läufer B7, Dame schlägt D1, König schlägt und Turm A7 und Schwarz gewinnt seinen Bauern zurück mit folgendem Turm nach D7. Wie dem auch sei, A4 wurde nicht wiederholt in dieser Partie, sondern Moisejenko spielt den natürlichen Zug, Läufer schlägt C4, holt sich sofort immer zurück und hat keine Angst vor B5, was geschieht. B5, Läufer B3, Springer nach F6. Und wir haben schon eine Stellung nach Springer F6, die tatsächlich noch nie gespielt wurde, auf jeden Fall laut meiner Datenbank, nach 7 Zügen zwischen zwei sehr, sehr starken Großmeistern. Kein alltägliches Vorkommen. Ich denke, die schwarze Eröffnungsbehandlung ist ein bisschen fragwürdig und um zu erklären, warum, muss ich ein paar Züge vorgehen. Springer nach F3. Schwarz ist nicht gut genug entwickelt, hier E schlägt D5 zu spielen. Spielt daher das logische C4, um den weißen Läufer von dieser sehr aktiven Diagonale zu vertreiben. Läufer C2 und er spielt Dame nach C7. Und hier kam mir die Stellung merkwürdig bekannt vor, nach kurzer Rochade. Und ich habe mich gefragt, woher kenne ich diese Stellung? Meine Datenbank sagt 0 Partien. Aber dann fiel es mir ein. Merken wir uns diese Steuerung. Weiß hat soeben kurz rochiert und Schwarz ist dran. Wenn Schwarz eine Theorie-Hauptvariante spielt, stattdessen nämlich hier halbslawisch mit C6, Springer F3, Springer F6, E3, Springer BD7, all das wohlbekannt, Läufer D3, schlägt, B5, Läufer D3, A6, sogenannte Meraner-Variante.
schauen wir uns diese Stellung an. Das ist eine Theorie-Hauptvariante, in der alle möglichen Züge gespielt werden. Und wenn Weiß jetzt kurz rochiert, wäre Schwarz dran. Wir haben fast die gleiche Stellung, die wir in der Partie kriegen, aber der schwarze Springer steht schon auf D7. Ich schalte um zur Partiestellung. Da ist Schwarz jetzt dran, aber müsste Springer BD7 erst noch spielen. Hat also ein ganzes Tempo weniger im Vergleich zu einer scharfen Hauptvariante, was kein gutes Zeichen sein kann und kein besonderes Gütesiegel für seine Öffnungsbehandlung. Warum Schwarz ein Tempo weniger hat, lässt sich auch erklären. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, aber mich interessiert es. Also, was soll's. Der weiße Bauer ist in einem Zug statt in zwei Zügen in der Variante von eben nach E4 gegangen. Dafür ist der schwarze Bauer auch in einem Zug nach C5 gegangen. Aber der weiße Läufer hat weniger Züge gebaut. Er geht sofort nach C4, dann B3, C2, während in der Majorana Variante er nach D3, dann C4, dann D3 und dann C2 geht. Also da hat Weiß das Tempo gespart. Und dieses Tempo sollte sich auswirken in einer so scharfen Stellung. Lu Shanglei macht daher das Richtige in dieser Situation, spielt den Zug E5, versucht die Stellung geschlossen zu halten und das bestimmt die Struktur für den Rest der Partie. Diese Struktur gilt als angenehmer für Weiß. Er hat einen gedeckten Freibauern im Zentrum, der ihm auch Raumvorteil garantiert und er hat die Möglichkeit, entweder am Königsflügel zu spielen, das werden wir in der Partie sehen, er greift zu solchen Manövern, oder auch den Damenflügel aufzuhebeln, häufig mit A4 oder B3 oder ein Thema, was mir gefällt, B4 und dann A4 gibt es häufig. Also die Öffnungswahl von Schwarz gefällt mir nicht, vor allem weil er nur ein Remis brauchte. Ist vielleicht eine der wenigen Kritiken, die man noch äußern kann an den Chinesen, die sich aufmachen, das Weltschach zu dominieren, dass sie manchmal, und das gilt nicht für alle, aber manchmal in der Öffnung zu berechenbar sind und nicht so gut vorbereitet. Bei Lu Shanglei ist hier irgendwas schiefgelaufen, aber ich vermute, auch diese Schwäche wird ausgemerzt werden. Die Chinesen im World Cup enorm stark. Kommen wir zurück zur Stellung nach E5. Moisenko greift zu dem Zug Springer E2. Ist durchaus ein typisches Manöver. Springer möchte nach G3 gehen und er möchte hier nicht mit B4 angerempelt werden. Ich bin trotzdem nicht sicher, ob man hier nicht noch stärker spielen konnte. Mir gefällt der Zug Läufer nach D2 sehr gut. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, hat aber eine Pointe. Läufer D2, einerseits bereitet er sich vor, hier am Damenflügel zu spielen. Und die Pointe ist auf den normalen Zug Springer BD7. Spielt Weiß jetzt den Zug B4. B4 sieht wieder komisch aus. Das Problem ist, wenn Weiß A4 spielt, was logisch wäre, um den Damenflügel zu unterminieren, spielt Schwarz B4 und gewinnt Raum. Die Idee von B4 ist, dieses B4 zu verändern und im nächsten Zug A4 zu spielen. Und die taktische Rechtfertigung und der Grund für Läufer D2 ist, dass Läufer schlicht B4 jetzt an Springer schlicht B5 scheitert. Das funktioniert nicht für Schwarz. Im nächsten Zug folgt A4 und ich denke, die schwarze Stellung ist hier schon ziemlich unangenehm. Oder Turm B1 nebst A4, weil dieser Bauer auch das Feld C5 kontrolliert und der schwarze Freibauer nicht besonders viel leistet, ist gut blockiert von dem Springer auf C3. Das wäre eine von mehreren Möglichkeiten, hier in Vorteil zu bleiben oder zu kommen. Aber auch Moisenkos Zug ist sehr typisch, Springer nach E2, Schwarz spielt Springer BD7. Und jetzt sollte man meinen, die Idee von Springer E2 ist sofort nach G3 zu gehen. Das macht er aber nicht. Ich vermute, nach Springer G3 gefiel ihm nicht, dass Schwarz G6 spielt, dem Springer diese Felder nimmt und ja, der Springer auf G3 und man keine so glückliche Figur abgibt. Daher spielt Moisenko den Zug Läufer nach G5. Die Idee von Läufer G5 ist, den Zug H6 zu provozieren. Und wenn der Bauer einmal auf H6 steht, dann wird es schwerer für Schwarz, G6 zu spielen gegen Springer nach G3. Also er möchte eine kleine Schwächung am Königsflügel provozieren, um dann seinen Springer erfolgsversprechend auf G3 einsetzen zu können. Und Lu Shanglei lässt sich provozieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob er H6 spielen musste. Er könnte ja auch zum Beispiel einen Zug wie Läufer D6 machen und dann auf Springer G3 wieder G6 spielen. Wäre vielleicht gesünder gewesen, aber darüber lässt sich streiten. H6 wird gespielt. Der Läufer hat seine Schuldigkeit getan auf G5, geht zurück nach D2, Läufer nach D6 und Springer nach G3. Jetzt wäre G6 immer noch möglich, aber es kreiert diese kleine Schwäche auf H6. Ist nicht mehr ganz so schön wie mit dem Bauern auf H7. Und Lu Shanglei entscheidet sich dagegen, sich weiter zu schwächen nach Springer G3, rochiert einfach kurz und lässt zu, dass der weiße Springer nach F5 eindringt. Moisenko lässt sich nicht zweimal bitten, spielt Springer F5, was manchmal schon Ideen hat, wie Läufer schlägt H6 nebst Dame nach D2. Diesem kommt Lu Shanglei zuvor mit Turm E8, was Läufer F8 vorbereitet, um den Bauern H6 nochmal zu überdecken, wenn es sein muss. Und Moisenko geht weiter zum Angriff über mit dem Zug Springer 3 nach H4.
Ich als Fetischist des Läuferpaars wäre hier sehr verlockt gewesen, Springer schlägt D6 zu spielen. Der Läufer sieht nicht so mächtig aus, aber es ist ein Läufer, der diesen Bauern blockiert hatte. Und nach Dame schlägt D6 zum Beispiel Dame E2, denke ich, dass Weiß sehr stabilen, langfristigen Vorteil hat. Aber Moisejenko, der, vergessen wir nicht, unter Siegzwang steht, möchte mehr, geht zum Angriff über Springer H4. Damit droht er jetzt Springer schlägt D6 neben Springer F5. Das kann Schwarz nicht zulassen und natürlich bewahrt er seinen Läufer mit Läufer nach F8. Weiß er wieder in jedem Zug viele Möglichkeiten. Moisejenko spielt einen logischen Zug, König nach H1. Das bereitet F4 vor in vielen Varianten und geht vorsorglich aus dieser Diagonale. In manchen wilderen Abspielen könnte er sogar an Ideen wie G4, Turm G1, G5 denken. Und hier nach König H1 gefiel Liu Shangli nicht, dass Weiß langsam seine Stellung am Königsflügel verstärkt und er möchte sich nicht damit rumschlagen, berechnen zu müssen, was er auf F4 macht und er greift zu dem sehr radikalen Zug G7 nach G5. Ein Zug, der mir nicht gefällt und ich denke, der ein sehr ernsthafter Fehler ist. Er versucht diesen Springer zu vertreiben und wenn der Springer zurückgeht nach F3, wäre bei Schwarz in der Tat alles in Ordnung, ist vielleicht übertrieben, aber spielbar Springer C5, dann droht er sich hier zu bedienen. Auch dieser Springer müsste zurück und diese Stellung ist nicht klar. Trotzdem ist G5 zu viel des Guten, wir werden sofort sehen, warum. Und deutlich stärker wäre der Zug Springer C5 gewesen, der ein bisschen die letzten weißen Züge Springer H4 und König H1 sogar in Frage stellt. Ich vermute, Moisejenko hat Dame F3 geplant, mit der Drohung Springer schlägt H6. Aber der Computer sagt, hier ist alles in bester Ordnung für Schwarz, spielt den bescheidenen Zug Dame D8, überdeckt damit den Springer auf F6 und bereitet sich vor, jetzt die weißen Springer zu vertreiben mit G6 oder G5. Und dem Computer gefällt hier sogar die schwarze Stellung. Also hätte Schwarz spielen sollen, ruhiger Springer C5, Dame D8. Und vielleicht hätte die Partie einen anderen Verlauf genommen. Nach G5 folgt nämlich ein ziemlicher Hammer des Weißspielers. Der Zug Springer schlägt H6 Schach. Er opfert eine Figur, hat nicht vor, sich zurückzuziehen, sondern möchte einen Springer auf F5 behalten und ist bereit dafür, eine ganze Figur zu investieren. Im Gegenzug kriegt er dieses wunderschöne Springerfeld. Der Springer kann jetzt nicht mehr so leicht von einem Bauern vertrieben werden. Gar nicht mehr. Läufer geht zurück nach F8 und Läufer schlägt G5. Das heißt, Weiß hat auch zwei Bauern für die Figur und einen ziemlich bedrohlichen Angriff. F4 liegt in der Luft. Die Dame kann sich sehr schnell einschalten in den Angriff. Diese Stellung ist sehr, sehr, sehr gefährlich für Schwarz. Liu Shangli spielt den Zug Springer H7. Ein Zug, der wieder absolut nicht auf Gegenliebe des Computers stößt. Deutlich stärker wäre laut Computer der Zug Dame B6 gewesen, um diesen Springer nochmal zu überdecken und zu verhindern, dass die weiße Dame sich schnell über G4 oder H5 einschalten kann, wie in der Partie, nachdem dieser Springer zieht. Dame B6, die Stellung ist auch enorm gefährlich. F4 ist der logische Zug, vorbereitet durch auch König H1 vorher. Weiß hätte sehr gute Kompensation für die Figur, aber gegen einen Computer, der Computer macht jetzt Springer H7, bereitet damit Dame G6 vor, wäre diese Sache noch absolut unklar. In der Partie folgt dagegen das sofortige Springer H7 und das erlaubt der weißen Dame, sich in den Angriff einzuschalten. Mit Dame nach G4 droht Schachmatt. Läufer F6 mit Matt im nächsten Zug. Schwarz muss was tun. Er spielt König H8, geht aus dieser Drohung raus. Und jetzt ist es wieder an Weiß, seinen Angriff zu verstärken. Moisejenko führt den Angriff sehr, sehr stark. Jetzt nach König H8 spielt er Dame H5, fesselt diesen Springer, der kann sich nicht mehr bewegen und greift den Bauern F7 an. Dazu behält er die Idee, seine Stellung zu verstärken, entweder mit F4 nebst Turm F3 und Turm H3 oder auch mit dem schlichten Turm E1, Turm E3, Turm H3. Und sobald ein Turm auf H3 oder auch G3 auftaucht, wäre die Partie vorbei. Liu Shangli greift daher zu drastischen Maßnahmen hier, spielt den Zug F6, was zwar diesen Bauern behält, aber den Turm auf E8 anbietet. Das ist dem Chinesen natürlich nicht entgangen, er möchte sich entlasten, den Turm gegen diesen Läufer tauschen. Danach ist materiell immer noch alles bei ihm in Ordnung, aber auch das funktioniert nicht gut für Schwarz. Die Stellung ist aber schon enorm schwer zu verteidigen, wenn Schwarz einen normalen Zug spielt, zum Beispiel auf nach B7, hat Weiß diverse verlockende Optionen. F4 ist zum Beispiel ein Zug, der schon enorm gefährlich aussieht mit der Idee Turm F3, Turm H3 und diese Stellung ist, glaube ich, schon nicht mehr zu halten. Daher F6.
Jetzt hätte Weiß die Wahl, er könnte sogar mit dem Läufer zurückgehen und die Trümpfe seiner Stellung behalten. Aber Moisenko spielt stärker und natürlicher. Immerhin kann man diesen Turm schlagen auf E8. Dame schlägt E8, F schlägt G5 und ein weiterer starker Zug. Der Zug D5 nach D6. Dieser Bauer ist nicht nur selber gefährlich, in vielen Varianten werden wir sehen, dass er vorgehen kann, sondern er zwingt auch die schwarzen Figuren, sich etwas zu entzweien. Erstmal muss die Dame ziehen und treibt einen Pfahl ins schwarze Fleisch. Macht das irgendeinen Sinn? Keine Ahnung, aber D6 ist ein guter Zug. Die Dame muss weg, hat kein besonders gutes Feld. Sie geht nach C6, das ist den Umständen entsprechend beste. Wenn sie zum Beispiel nach B8 geht, hat Weiß schon einige verlockende Möglichkeiten. Wieder Turm AD1, wie in der Partie, ist sehr stark. Und auch Turm AE1 mit dem Plan Turm E3, Turm H3 wäre sehr gewinnträchtig. Also die schwarze Stellung ist schwer, Dame C6 wurde gespielt und Moisenko hat keine Eile, spielt Turm AD1, überdeckt diesen Bauern auf D6, den Vorposten, und fragt Schwarz, wie planst du denn dich zu entwickeln? Läufer B7 ist der einzig sinnvolle Zug, vertreibt die Dame von E8. Na, die Dame geht nach F7, wo sie komischerweise mitten im schwarzen Lager ziemlich unantastbar ist, kann nicht angegriffen werden. Während Weiß seine eigenen Ideen hat, die Stellung zu verstärken, eine sehr starke Drohung in vielen Varianten ist jetzt der Zug Springer nach E7. Droht Springer G6 Schachmatt und sollte dieser beseitigt werden, sehen wir einen weiteren Sinn des Bauern D6 nach D schlicht E7, gewinnt dieser enorm an Stärke. So sehen wir es in der Partie. In der Partie folgte nämlich Springer DF6 und Springer nach E7. Ich habe hier ein bisschen gesucht, ob Schwarz sich noch verteidigen kann, ob er bessere Züge hat, zum Beispiel Springer nach C5. Aber der Computer gewinnt diese Stellung schon im Schlaf, wenn auch die Züge, die er angibt, für mich nicht gerade offensichtlich sind. Dafür aber sehr schön, also zeige ich es euch. Er spielt den Zug B4, befragt sofort diesen Springer. Sollte der Springer sich auf E4 bedienen, was nahe liegt, nimmt er einfach zurück. Dame schlägt, jetzt droht Matt auf G2, daher F3. Die Dame muss zurück nach C6 und D7. Jetzt sehen wir, dieser Bauer kann gefährlich werden tatsächlich. Plant D8 Dame, das muss gestoppt werden mit Turm D8. Und der letzte Hammerschlag, sagt man Hammerschlag, ich habe keine Ahnung, Turm nach D6. Läufer schlägt D6, Dame G7 und Schachmatt. Und wenn dieser Turm am Leben gelassen wird, ist zwar nicht Matt in 1, aber sehr baldiges Matt. Nach Dame C7, Turm G6 hat der Turm einen eleganten Weg gefunden, sich ins schwarze Camp zu mogeln. Also Springer C5 verhilft auch keine Besserung. Ich spreche wieder komisch Deutsch. Verspricht keine Besserung, sagt man. Ne? Springer C5, B4, ein sehr starker Zug. Ich weiß nicht, ob Moisenko das geplant hatte, aber er hätte es mit Sicherheit finden können. Ein sehr starker Variantenberechner. Und nach C schlägt B3, was auch nahe liegt. Läufer schlägt B3, droht Dame G8 Schachmatt. Schwarz muss hier schlagen. Das zeigt sich, dass dieser Läufer eigentlich nicht besonders wichtig war, sondern wichtiger war, diesen Springer zu beseitigen, um den Weg freizumachen für den D-Bauern. Und hier hat Schwarz erneut keine Verteidigung gegen D7, aber auch die Drohung Springer nach E7. Dame schlägt E4, folgt wieder einfach F3 und Weiß gewinnt. Springer C5 nützt also auch nichts. Die schwarze Stellung ist schon nicht mehr zu retten, ähnlich wie meine Stimme. Springer DF6 ist der Zug, den Lu Shanglei probierte. Aber jetzt folgt die sekundäre weiße Idee, oder die Hauptidee, je nachdem wie man sieht. Springer nach E7. Droht Springer G6 matt und greift die Dame an. Der Springer muss also geschlagen werden. Läufer E7, DE7. Dieser Bauer ist verdächtig nah an der gegnerischen Grundreihe mit Drohungen wie Turm D8. Das muss gestoppt werden. Turm G8 wurde gespielt. Auch hier gab es ein, zwei Alternativen. Sorry, dass ich nicht viel zu strategischen Gesichtspunkten erzähle, aber Schach ist konkret, gerade so eine Stellung hier. Was funktioniert, funktioniert. Dame E8 zum Beispiel, gibt es diverse Gewinnmöglichkeiten. Die schlichteste und schönste ist Turm nach D8. Der muss geschlagen werden. E schlägt D8 Dame. Auch die muss geschlagen werden. Und Dame schlägt B7 und Weiß hat entscheidenden Materialvorteil. Stattdessen folgt der Turm nach G8. Turm D8, keine Überraschung. Weiß verstärkt den Druck. Obwohl diese Figuren nicht besonders teilnehmen, hat er mehr als genug Angriffspotenzial, die Partie hier zu beenden. Und er hat auch keine Eile. Dieser Turm wird sich gleich ins Spiel einschalten. Springer E8 pariert die Drohung, Turm schlägt G8, nebst E8 Dame. A nach Springer E8 folgt einfach Turm FD1 und die Drohungen nehmen Überhand. Wieder ist Turm D6 ein Thema mit der Idee Turm nach H6. Schwarz hat einfach nicht genug Ressourcen, sich hier zu verteidigen. Auch wenn das Ende der Partie überraschend ist, für mich jedenfalls. Läufer nach C8 wurde gespielt.
Jetzt wäre Turm 1 D6 möglich gewesen mit Gewinnstellung. Die zäheste Verteidigung wäre Dame schlägt D6, aber hier könnte Weiß sogar mit Turm schlägt E8 gewinnen, nachdem er die Dame abgelenkt hat. Turm schlägt E8, Dame schlägt E8, König G7. Weiß hat im Moment eine Figur weniger, aber nach Dame D8 wird sich dieser E-Bauer verwandeln. Also es war schon nebenlösig die Stellung. Moisenko spielt einen überraschenden Zug, Dame D5. Daran denkt man eigentlich nicht, nachdem er den Großteil der Partiematerial weniger hatte und auf Angriff gespielt hat. Aber der Damentausch oder der angebotene Damentausch hier ist absolut vernichtend. Es gibt kein Entkommen. Dame schlägt D5, einfach E schlägt D5 und bei Schwarz hängt alles durch auf der Grundreihe. Dazu läuft dieser Bauer, sagen wir zum Beispiel Läufer G4, F3, Läufer H5. D6, das ist der Zug D7 und die Partie ist vorbei. Stattdessen folgt er auf Dame D5, Dame C7. Lushan Gay sieht natürlich, dass der Damentausch sich nicht rentiert für ihn. Und ein schöner Schlusszug. Die Dame begibt sich in die Ecke des Bretts. Dame nach A8 greift diesen Läufer an und Schwarz kann absolut nichts dagegen tun. Der Läufer kann nicht wegziehen wegen... Probieren wir ein paar Züge. Läufer G4, Turm schlägt E8. Droht Matt hier keine Zeit, sich auf D1 zu bedienen. Läufer B7, ein anderer Zug, der in Frage kommt, aber auch dann folgt Turm schlägt E8, Läufer schlägt A8, Turm schlägt G8, Schach, König G8, E8, Dame Schach. Alles mit Schach ist immer angenehm. Springer auf 8 zum Beispiel, Dame schlägt A8 und da war mal Weiß einen ganzen Turm mehr. Daher hatte Lushan Gay nach Dame 8 genug gesehen. Er kann diesen Läufer auch nicht vernünftig decken. Dame schlägt C7, folgt einfach Dame schlägt C8. Und er gab sich geschlagen nach dem Zug Dame A8. Ein schöner Sieg von und für Alexander Moisienko, der damit das Match ausgleicht 1:1 und sich ins Stechen rettet. Beim World Cup funktioniert es so, wenn es 1:1 steht nach zwei Partien, spielen die Spieler zwei Schnellpartien. Wenn es dann wieder 1:1 steht, nochmal zwei Schnellpartien mit weniger Bedenkzeit und so weiter und so fort, bis einer gewonnen hat. Ja, der Knackpunkt in dieser Partie. Die schwarze Öffnungsbehandlung war ein bisschen wackelig, aber das war nicht das Entscheidende. Ist eindeutig gestanden nach König H1, wo Lushan Gay zu G5 griff und das erlaubt diesen sehr, sehr starken Angriff mit Springer H6 und Springer F5, der auf jeden Fall in der Praxis kaum zu parieren ist. Läufer F8, Läufer schlägt G5. Hätte er statt G5 Springer C5 gespielt, Dame F3, Dame nach D8, hätte das Ganze ganz anders ausgehen können. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall eine schöne Partie und ein Indiz, dass die Chinesen noch schlagbar sind in einzelnen Partien, auch wenn es für ihre Stärke spricht, wenn es schon wie eine Überraschung erscheint, wenn Moisienko mit 100 Punkten mehr mit Weiß gewinnt gegen Lushan Gay. Aber vielleicht kommt es auch nur mir so vor. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Der World Cup geht noch, ich glaube, bis zum 5. Oktober, Ewigkeiten. Verfolgt ihn live auf Chess24 mit Kommentaren in vielen Sprachen. Ich versuche mich an der spanischen Sprache kommentieren, nicht meine beste Sprache. Aber wir haben Spaß. Bis dahin, wir sehen uns auf chess24.com. Tschüss.